Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Ja, es gab eine kleine Pause, es wird auch immer noch eine kleine Pause geben mit Videos. Das könnte man eine schöpferische Pause nennen, wenn ich denn ein Schöpfer wäre, bin ich aber nicht. Ich bin nur jemand, der sich im Augenblick ein wenig zurückzieht von Lesungen und eher was studiert. Ich habe nicht nur versprochen, sondern ich habe auch noch ganz sicher vor, Roms Ziele ab Teil 9 weiterzulesen. Das kommt. Ich hatte aber auch angekündigt, dass ich noch ein paar andere Bücher in der Zwischenzeit auch studiere. Auch Bücher, die mir der Gerald hat zukommen lassen. So zum Beispiel das Buch Aus dem Schuldbuch des Jesuitenordens von Gustav Mix, derselbe, der Roms Ziele geschrieben hat, von 1911, aus demselben Jahr. Nun, das ist ein Buch, das er mir auch geschickt hat in physischer Form, das ich also dann auch mitnehme, wenn ich Taxi fahre und das ich in den letzten Tagen im Taxi ganz gut gelesen habe, also Samstag, Sonntag. Wir haben heute Montag, den 2. August. Ihr seht ja auch die Premiere. Ich nehme das heute auf, mache dann das Video und dann gibt es heute Abend die Premiere davon. Also alles sehr zeitnah. Und ich hatte da schon in den letzten Wochen angefangen drüber zu lesen, dann habe ich natürlich weiter über die Gesundheits-, die Impfbücher und sowas gelesen, das kam alles dazwischen. Jetzt bin ich mit dem Impfen schon so weit gekommen, dass ich wieder mal ein bisschen was anderes mache und ich dachte, Mensch Jörg, was du jetzt am Wochenende gelesen hast, ist doch so interessant, mach doch einfach mal ein kurzes Auszugsvideo aus diesem Schuldbuch der Jesuiten, eine Lesung daraus, ein paar Zitate und ein oder zwei Kapitel. Also ich hatte sowieso geplant, hier Kapitel 5 ganz zu lesen, auch Punkt 1 in der nächsten Punkt auf, in dem nächsten Kapitel auf Seite 46 bis 49. Das muss ganz sicher gelesen werden, da geht es um die Schulbildung, aber lass mal sehen, was das heute bringt. Also, ich fange erstmal damit an. Auf Seite 18, 19 in diesem Buch, aus dem Schuldbuch der Jesuiten von Gustav Mix, ist ein Zitat von dem Herrn Bismarck. Und das wollte ich euch gerne mal vorlesen. Da schreibt der Autor hier, dass auch Bismarck nicht viel anders von den Jesuiten gedacht hat, beweist sein bekanntes Wort vom 28. November 1885. Zitat: Die Gefahr, die gerade die Tätigkeit der Jesuiten für Deutschland, seine Einigkeit und seine nationale Entwicklung hatte, liegt ja nicht in dem Katholizismus der Jesuiten, sondern in ihrer ganzen internationalen Organisation und in ihrer Zerstörung und Zersetzung der nationalen Bande und der nationalen Regungen überall, wo sie denselben beikommen. Die Jesuiten, sagt er hier schon beinahe prophetisch, und das ist das, was mich angesetzt hat, dieses Zitat überhaupt aufzunehmen in eine Lesung. Die Jesuiten werden schließlich die Führer der Sozialdemokraten sein. Und wann haben die Sozialdemokraten das erste Mal Deutschland geführt? Nach dem Zusammenbruch des Zweiten Reichs während der sogenannten Weimarer Republik. Und während der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Na? Und heutzutage ist ja selbst so eine Partei wie die CSU, die nennt sich ja Christlich-Soziale Union, ist ja also sozialdemokratisch, weil es ja eine demokratische Partei, auch wenn sie ultra-rechts ist. Aber auch die CDU würde man heutzutage, wenn man sich ihre Politik anschaut, eigentlich schon beinahe als Sozialdemokrat ansehen. Und natürlich die sozialdemokratische Partei. Und die Jesuiten werden schließlich die Führer eben der Sozialdemokraten sein, sagt Bismarck hier. Ein ganz, ganz wichtiger Satz, den man ruhig einmal in einem Video erwähnen könnte. Deswegen lese ich das hier vor. Ich lese auch noch mal ganz kurz den nächsten Absatz. Da steht: Thomas Carlyle, endlich der große Historiker und protestantische Prophet, sieht in dem Evangelium des Ignatius, also wir sprechen hier von Ignatius von Loyola, vielleicht die seltsamste und unzweifelhaft eine der verhängnisvollsten Lehren, die jemals bisher unter der Sonne gepredigt worden ist. Er erkennt darin, Zitat, die Giftquelle, aus der diese Ströme von Bitterkeit geflossen sind, die jetzt die Welt überfluten. Ende Zitat. Das ist aus Letter der Pamphlets Nummer 8 aus der 24. Auflage.
und ist der Ansicht, dass, Zitat, das Wort Jesuitismus heutzutage in allen Ländern einen Begriff bezeichnet, für den es vorher kein Urbild, also kein Vorbild in der Natur gegeben hat. Und welches ist ihm der Inhalt dieses Begriffs, was ist also der Urbegriff des Jesuitismus? Wir können es aus der schmerzlichen Klage entnehmen, die er anstimmt. Ach, die Vertreibung des Jesuitenordens nützt uns wenig, wenn der jesuitische Geist sich allenthalben ins Leben der Menschheit eingenistet hat. Was wir zu beklagen haben, ist, dass alle Leute Jesuiten geworden sind, dass niemand die Wahrheit spricht, weder zu anderen noch zu sich selbst, sondern dass jedermann lügt, mit lästerlichster Kühnheit, ohne es zu merken, dass er lügt. Ende Zitat. Wenn das nicht auf unsere Gesellschaft heutzutage zustimmt, die bibelgläubigen Christen, die hier mit mir dieses Video schauen, können sich ja mal überlegen, habe ich damit recht? Hat der Autor hier mit recht? Ist das so? Es war, wie Hermann von Rompuy vor einigen Jahren bereits sagte, wir sind alle Jesuiten. Jetzt sehen wir das hier. Zu einer Zeit, da war Hermann von Rompuy selbst noch nicht geboren, wo diese Aussage kommt, wir sind alle Jesuiten oder die Menschheit ist alles jesuitisch. Alle Leute sind Jesuiten geworden, weil niemand mehr die Wahrheit spricht. Tja. Und ich glaube, wir finden auch ein paar Sprüche in der Bibel, die genau das bestätigen, was hier der Thomas Carlyle in seiner Arbeit sagt. Der nächste Abschnitt des Buches geht über die Wurzeln des Jesuitismus. Da habe ich mir einen kleinen Paragraphen angestrichen auf Seite 21 in dem Buch. Da heißt es, so darf man sagen, das herrschsüchtige Priestertum, das die religiösen Darstellungen und Gefühle der großen Masse ausbeutet, um die eigene geringe Autorität damit zu stützen, ist die erste Verkörperung des Jesuitismus gewesen. Ihr hört mich jetzt hier blättern, weil ich habe das physische Buch hier. Es gibt es auch online, aber ich habe lieber das physische Buch in der Hand. Außerdem habe ich mir da so meine Noten genommen, meine Notizen von genommen und habe viele Absätze angestrichen. Die werde ich jetzt aber nicht alle vorlesen. Aber nach der Einleitung gehen wir hier auf Seite 45 in Teil 2 des Buches, das ultramontan-jesuitische Schulideal. Und das ist jetzt eine Sache, die finde ich sehr, sehr wichtig und da werde ich auch eine eigene Lesung von machen. Also jetzt nicht heute, sondern heute habe ich mir vorgenommen, was anderes kurz zu lesen oder einen Teil daraus zu lesen, lass mal so sagen. Das ist ja unter diesem Aspekt zu sehen. Das ultramontan-jesuitische Schulideal. Wenn wir verstehen, dass die jesuitische Schulung, die im Allgemeinen ja den Leuten von meinen Lesungen schon bekannt ist, von dem Ratio Studiorum von 1599 und 1604, wo die Jesuiten ja damals die Schulbildung übernommen haben. Und wer weiß aus meinen anderen Lesungen, dass Martin Luther ja bereits gesagt hat, dass jede Institution, die sich nicht täglich mit der Bibel beschäftigt, jede Schule und jede andere Institution, wo das nicht passiert, dass dann werden die Schulen, die Pforten, weit geöffnete Pforten zur Hölle werden. So ungefähr sein Zitat von 1520. Das wissen wir ja schon. Aber jetzt sehen wir mal, wie die Kirche, die römisch-katholische Kirche in diesem Fall natürlich, und der Orden der Jesuiten dahin gearbeitet haben, um die ganzen Schulen wirklich sich einzuverleiben. Ja? Und das wird alles in diesem wunderbaren Kapitel besprochen. Und deswegen habe ich mir gesagt, von Seite 46 bis 41, da muss man eine Lesung machen. Kapitel 5 habe ich auch gesagt, will ich auch eine Lesung von machen. Jetzt müssen wir eben gucken. Kapitel 5 ist aber, glaube ich, hier in dem Abschnitt davor. Ja, das ist in dem Abschnitt davor. Das ist also etwas, was euch noch in der Zukunft erwartet. Da heißt es hier, die Stellung des Jesuitismus in der Gegenwart. Ja, da werde ich eine eigene Lesung von machen. Und auch der Rest dieses Teils, die Bekämpfung des Jesuitismus, auch sehr interessant. Wie kann man den Jesuitismus überhaupt bekämpfen? Wie wurde er in der Geschichte bekämpft in anderen Gegenden? Und dann geht das Buch halt über in den zweiten Teil, das ultramontan-jesuitische Schulideal. So, und dann habe ich gesagt, hier, so, Fußnote 43 habe ich auch nochmal angegeben. Ja, und das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Satz, den werde ich wahrscheinlich auch als Namen für dieses Video gebrauchen.
Das ist ein ganz, ganz wichtiges Motto der Jesuiten und ein ganz, ganz wichtiges Motto auch der römisch-katholischen Kirche. Also erst der Kirche und dann des Jesuitenordens, der ja innerhalb der Kirche normalerweise agiert. Ne? Die Jesuiten sind ja die Sturmtruppen des Vatikan und die Sturmtruppen der römisch-katholischen Kirche. Ja? Das ist ein ganz interessanter Satz. Gerade wenn es um das Schulwesen geht oder wenn es darum geht, wer regiert und wer regiert wird. Ja? Da gibt es hier dieses Zitat, und zwar fängt das an oben mit dem Satz: Der Grund für das Verhalten der Jesuiten liegt in den politischen Verhältnissen jener Zeit. Bei dem Grundsatz des cuius regio, eius religio, brauchte man nur die führenden Stände, den Adel und die Fürsten für sich zu gewinnen. Dann hatte man auch ihre Untertanen, ohne auch nur einen Finger weiter darum zu rühren zu müssen. Ja? Das habe ich ja schon in vielen Lesungen gesagt. Die Jesuiten kommen immer und verbreiten ihre Autorität von oben nach unten. Ja? Erst vereinnahmen sie die Führer des Landes und dann kommt der Rest des Volks. Um das Volk muss man sich gar nicht so sehr kümmern, wenn man eben den Grundsatz cuius regio, eius religio berücksichtigt. Und was heißt das? Das heißt, die Religion der Untertanen hat sich nach der der Herrscher zu richten. So. Und das, wenn man das als Grundsatz des Jesuitenordens schon mal erkannt hat, wenn man das als Grundsatz der römisch-katholischen Kirche schon mal erkannt hat, dann begreift man, wenn man ein wenig darüber nachsinniert, warum die Welt heute genau so ist, wie sie ist. Die Religion der Untertanen, also die Religion aller regierten Völker, ob sie jetzt demokratische Völker sind oder diktatorische, im Sozialismus, Kommunismus oder was weiß ich wo, die Religion all der Untertanen hat sich nach der Religion der Herrscher zu richten. Das heißt, wenn die Herrscher Satan anbeten, dann müssen die Untertanen das auch. Wir werden wahrscheinlich nicht erleben, dass Merkel oder Söder oder was weiß ich, wie die ganzen Politiker in Deutschland da heißen, irgendwann mal einer davon auskommt und ganz offiziell Satan anbetet. Aber wie die Bibel bereits sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und wenn ich mir die Früchte ihrer Politik anschaue, dann merke ich ganz deutlich, dass sie nicht dem Gott der Bibel, dass sie nicht Jehova oder Elohim folgen. Ja? Die Religion der Untertanen hat sich nach der Religion der Herrscher zu richten. Also ein ganz, ganz wichtiger Satz. Und wie kann ich dann dafür sorgen, dass das so ist? Na, indem ich bereits die Kleinsten einvernehme durch das Schulwesen. So, und jetzt wollen wir doch mal eben sehen. Habe ich diesen Abschnitt angefangen zu lesen. Das sind jetzt in total hier, das fängt an auf Seite 45. Ich habe gelesen bis Seite 50. Also das kriege ich ja nie in einer Stunde getan. Das wisst ihr ja, ich bin ja da nicht der schnellste Leser, vor allen Dingen mit meinen Kommentaren dabei. Aber ich möchte euch da mal einen kleinen Einblick drin geben, weil dieser Unterteil des Buches, also dieser Teil des Buches, dieses Unterkapitel des Buches, hier in diesem Fall das ultramontan jesuitische Schulideal, ist unglaublich wichtig, um zu verstehen, um zu begreifen, wie wir in unserer eigenen Kindheit bereits betrogen wurden, um zu sehen, wie unsere Kinder, die wir heute in die Schule schicken, betrogen werden und wie deren Kinder in der Zukunft eben auch betrogen werden, wenn wir nicht regelmäßig uns mit der Bibel beschäftigen, mit dem Wort Gottes. Und interessant ist, dass hier oben ein Bild ist, das werde ich probieren mal im Video auch einzublenden, da muss ich mal sehen, ob ich das Bild irgendwo bekomme, sonst muss ich es hier aus dem Buch selber mit ja, nachher einscannen und abfotografieren oder aus dem von Gerald nehmen, wenn der das Bild dabei hat. Das ist so ein Bild wie der Rattenfänger von Hameln. Interessant ist zufällig, dass an seinem Hut da so gerade so zwei Dinger hochkommen. Das sieht fast aus wie Hörner. Also ein Jesuitenpriester in seiner Jesuitenkleidung, der hier eine Querflöte hat und darauf bläst, und hinter ihm laufen die Kinder fröhlich her. Also genau wie wir das Bild vom Rattenfänger von Hameln kennen, der ja die Kinder der Stadt entführt, weil die Leute ihn nicht bezahlen wollen dafür, dass er die Rattenplage damals da
erledigt hat. Und eine Schlange ist da auch noch bei. Also ist schon ein ganz interessantes Bild. Und wenn man dieses Bild gebraucht mit dem Titel Das ultramontan jesuitische Schulideal, dem folgenden Kapitel, dann wird es sehr interessant. Ich muss auch nicht unbedingt eine Stunde eine Lesung machen heute. Ich dachte einfach nur, ich blätter hier mal ein wenig rum, ich lese mal ein wenig und ihr bekommt natürlich den Link von Geralds Archive, also Geralds Internetbibliothek auf archive.org. Und da könnt ihr euch das Buch anschauen, ihr könnt es runterladen als PDF, ihr könnt es selbst lesen. Es soll ja Interesse wecken. Ich habe nicht vor, das Buch von A bis Z zu lesen. Das sage ich jetzt schon mal ganz deutlich. Das habe ich ja auch bereits in meinem Ankündigungsvideo deutlich gemacht, dass ich das in der Zukunft so nicht mehr machen werde. Aber ich werde mir hier und da Dinge rauspicken und werde die lesen und werde darüber sprechen, weil ich möchte ja auch nicht in ständige Wiederholung fallen. Aufgrund dessen, dass ich ja schon viel Bücher über die Jesuiten und so weiter gelesen habe. Also, fangen wir jetzt mal eben an. Auf Seite 45, das ultramontan jesuitische Schulideal. Und da gibt es gleich eine Fußnote zu. Da ist ein Sternchen hinten dran und die Fußnote sagt, aus Wartburg 1906, Seite 2, fortfolgende, also das wird eine Zeitschrift sein, die einleitenden Bemerkungen, die unter dem unmittelbaren Eindruck der Verhandlungen über das preußische Volksschulunterhaltungsgesetz geschrieben waren, haben durch die politischen Ereignisse der letzten Jahre eine neue Bestätigung erhalten. Ich habe darum geglaubt, sagt der Autor, sie stehen lassen zu sollen. Also, die einleitenden Bemerkungen, die bereits woanders erschienen waren, hat er hier stehen gelassen. Lesen wir mal. Der Kampf um die preußische Volksschule ist in greifbare Nähe gerückt. Also der Kampf der Jesuiten mit dem Staat. Der konservativ-nationalliberale Kompromissantrag hat das Zentrum, wir sprechen hier von der Zentrumspartei, ja, jeder erinnert sich an meine Lesung über mit Gott und den Faschisten, jeder erinnert sich daran, dass Franz von Papen Mitglied der Zentrumspartei war, die Partei, die Adolf Hitler damals als Steigbügel gedient hat, ja, und deren Nachfolger im Grunde die sogenannte heutige christlich-demokratische Union oder soziale Union in Deutschland, in Bayern ist. Ja? Zentrum. Die Partei gab es bereits im 19. Jahrhundert. Und genau darum geht es hier. Ja? Der konservativ-nationalliberale Kompromissantrag hat das Zentrum offenbar überrascht, noch ehe es seine Kriegsvorbereitungen vollendet hatte. Doch hat es sich rasch in die veränderte Lage gefunden. Seine wichtige Aufgabe oder seine wichtigste Aufgabe kann zunächst nur sein, das zwischen konservativen und nationalliberalen in der Schulfrage bestehende Einvernehmen durch geschicktes Vorgehen in wirtschaftlichen Fragen zu stören, um dann hinterher ein Schulgesetz nach seinem Herzen zustande zu bringen. Das ist auch etwas, was wir immer wieder in diesem Buch bemerken werden. Die römisch-katholische Kirche und selbst die Jesuiten machen die Politik der kleinen Schritte. Viele, viele kleine Schritte hintereinander haben eine ganz andere Wirkung bei der Bevölkerung als ein großer Schritt auf einmal. Das erscheint mir ziemlich logisch, ne? Also, sagt er hier, das Zentrum hat sich rasch angepasst, es hat sich rasch in die veränderte Lage gefunden. Seine wichtigste Aufgabe kann zunächst nur sein, das zwischen Konservativen und Nationalliberalen in der Schulfrage bestehende Einvernehmen durch geschicktes Vorgehen in wirtschaftlichen Fragen zu stören, um dann hinterher ein Schulgesetz nach seinem Herzen zustande zu bringen. In der Kanalfrage spürt man schon jetzt derartige Tendenzen. Und erst wenn Herr Spahn, den gab es damals anscheinend auch schon, der jetzt auch ins Abgeordnetenhaus gewählte, dort seine Wirksamkeit entfalten wird, werden wir jedenfalls noch manche unliebsame Überraschung erleben. Dem Zentrum macht es nichts aus, gelegentlich rein materielle Interessen preiszugeben,
wenn es dadurch nur der Verwirklichung seiner anderen Wünsche näher kommt, die auf die völlige Unterwerfung des geistigen Lebens unter den römisch-jesuitischen Geist gerichtet sind. Es ist dessen gewiss, dass ihm damit auch die materiellen Güter, um die sich die anderen jetzt noch die Köpfe blutig schlagen, schließlich von selbst zufallen werden. In dieser richtigen Wertung der Lebensgüter beruht die ungeheure politische Überlegenheit des Zentrums über alle anderen, also alle anderen Parteien, meist in rein wirtschaftlichen Interessen aufgehenden Parteien. Die Befürchtung ist also nicht ganz unbegründet, dass das Zentrum auch in der Schulfrage, dieser Lebensfrage unseres Volkes, sein Ziel zum guten Teil erreichen werde. Denn auf die konservative Partei ist nach den trüben Erfahrungen der letzten Jahre dem Ultramontanismus gegenüber kein Verlass. Dem Ultramontanismus gegenüber befinden sich nun einmal weite Kreise im Stadium absoluter Kindheit. Eben darum scheint es mir bei dem gegenwärtigen Stand der Dinge dringend geboten, noch einmal die gefährlichen Ziele des Ultramontanismus in der Schulfrage bloßzulegen und in aller Kürze das ultramontan-jesuitische Schulideal in Theorie und Praxis darzustellen. Ja, wir hatten Roms Ziele in Theorie und Praxis und hier werden nochmal die ultramontanen jesuitischen Schulideale in Theorie und Praxis dargestellt. Und jetzt wird es eben sehr interessant. Was sind die Pläne der Jesuiten, also Theorie, und wie werden diese Pläne dann in die Praxis umgesetzt? Und wie kommt das beim Volk an? Das ist genau, was der Gustav Mix uns hier erzählt. Und wird dürfen nicht vergessen, wir sprechen hier über das Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts. Da wir aber wissen, dass die Kirche in ihrer Handlungsweise sempre adem unveränderlich ist, ist das heute nicht viel anders. Und wenn wir uns verinnerlichen, wie die Kirche hier vorgegangen ist, dann tut sie das noch mindestens genauso subtil, wenn nicht subtiler, heutzutage auch. Mit allen Folgen, die dazugehören. Und das ist das, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, wenn wir solche Dinge wie das hier lesen und wenn wir aufgrund dessen, dass wir hier die Geschichte lesen und Gustav Mix uns erzählt, wie es in der Geschichte passiert ist, vor Augen halten und wissen, Geschichte wiederholt sich. Durch die Lektion, die wir hier lesen, sind wir imstande, die Dinge, die sich heute in der Welt abspielen, auf eine ganz andere Art und Weise zu interpretieren. Wir haben auf einmal ein ganz anderes Wissen, um zu verstehen, zu lernen, warum die Welt heute so ist, wie sie ist. Das ist genau die Absicht dieser Lesung hier. Dass ihr versteht, schaut, das und das sind die Absichten der Jesuiten, so planen sie es und so setzen sie es durch. Und dann transportiert das mal vom hier Anfang des 20. ins heute Anfang des 21. Jahrhunderts. Das ist das Interessante hierbei. Wir werden ganz sicher Punkt 1 lesen und Punkt 2 werden wir anfangen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Wer das ultramontan-jesuitische Schulideal kennenlernen will, darf sich natürlich nicht allein an die offiziellen Kundgebungen des Zentrums halten. Denn ist er mit dem Sprachschatz des Ultramontanismus nicht ganz genau vertraut, so entgeht ihm meist das Beste. Nur ein Beispiel. Die Rede Dr. Schädlers auf dem Regensburger Katholikentag über die Schulfrage hat einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen. Und es ist gewiss ein starkes Stück, wenn der Herr Domdekan einfach erklärt, der Staat als Abstraktum könne keine Mutterliebe haben, ein Recht auf Erziehung stehe ihm darum nicht zu. Allein die Kirche, natürlich die römisch-katholische, wohl kein Abstraktum? Allein die Kirche, die große Erzieherin durch die Jahrtausende, habe ein Recht auf Erziehung. Das müsse ihr gewahrt werden. Und zwar erstreckt sich nach Dr. Schädler das Recht der Kirche nicht nur auf die Dorfschule, sondern auch auf die Mittelschule, zwischen Klammern Gymnasium, und auf die Universität.
Selbstverständlich ist die Kirche gern bereit, mit dem Staate Hand in Hand zu gehen für eine christliche, sprich katholische Erziehung des Volkes. Nur eben ein Recht auf Erziehung steht dem Staate nicht zu. Nun, ich mache nach dem ersten Absatz hier mal eine kurze Pause, um nochmal deutlich zu machen, das Buch Roms Ziele in Theorie und Praxis, da gehen wir jetzt in die Praxis und da gehen wir ganz besonders in die Konkordate mit ein. In diesen Konkordaten, das ja ein Staatsvertrag ist zwischen sogenannten zwei gleichwertigen Partnern, wobei die Kirche meint, dass sie über dem anderen, über dem Staat steht, also kann von Gleichwertigkeit schon mal keine Rede sein. In den Konkordaten wird ja bereits die Macht der römisch-katholischen Kirche festgelegt. Dass nur die römisch-katholische Kirche als offizielle Religion eigentlich zugelassen ist und alle anderen werden vielleicht im Augenblick noch geduldet, aber sie sind der römisch-katholischen Kirche untertan. Und auch, nicht nur, dass dass der Staat der Kirche untertan ist, sondern vor allen Dingen wissen wir ja auch aus diesen Konkordaten mit heraus, dass das ein Pakt ist, den die Staaten mit der Kirche schließen. Dass die Kirche sich hinterher im Grunde als Beherrscher des Staates vortut. Und genau das sehen wir auch hier in diesem Satz, in diesem einleitenden Satz gerade eben nochmal. Ein Recht auf Erziehung steht dem Staate nicht zu. Nein, weil sich das Erziehungsrecht im Staate die römisch-katholische Kirche anmaßt. Und ihre Erziehung steht über der Erziehung des Staates. Also, die geistige Macht steht eben über der weltlichen Macht, genau wie wir schon aus anderen Videos immer kennen. Herr Dr. Schädler wird vermutlich nicht begreifen, was man an seinen braven, milden und weitherzigen Ausführungen auszusetzen hat, da er doch selbst ein Zusammengehen von Staat und Kirche befürwortet. Wir wissen, nur die Trennung von Staat und Kirche kann eine einigermaßen gerechte Gesellschaft bewirken. Wenn Staat und Kirche zusammen sind, dann gnade uns Gott. Aber erst der wird diesen kühnen Vorstoß in seiner ganzen beitragenden Bedeutung zu würdigen wissen, der den eigentlichen Nährboden kennt, auf dem dies seltene Stück ultramontane Anspruchslosigkeit erwachsen ist. Die geistigen Hintermänner Dr. Schädles sind aus dem ganzen Ton und Inhalt seiner Rede deutlich zu erkennen. Es sind neben den Jesuiten Katrein und Werns, ja, Werns ist der Jesuitengeneral Anfang des 20. Jahrhunderts, ein Deutscher, vor allem die Stimmen aus Maria Laach, die kennen wir noch aus verschiedenen anderen Büchern, Hinter den Diktatoren wurde es erwähnt, Verborgene Geschichte der Jesuiten wurde es erwähnt, Mit Gott und den Faschisten wurde es erwähnt, Stimmen aus Maria Laach, ja, und der Jesuit von Hammerstein. In dessen berüchtigtem Buch über das preußische Schulmonopol findet sich das ultramontan jesuitische Schulideal in seiner schärfsten Ausprägung, wie es Dr. Schädler doch nicht vorzutragen gewagt hat. Er hat die schärfsten Spitzen ein wenig umgebogen und die anstößigsten Stellen vorsichtig verschleiert. Dass er trotzdem auf dem gleichen Boden steht, erkennt man ohne weiteres, sobald man seine Ausführungen mit denen Hammersteins vergleicht. Der Unterschied ist nur der, dass der kluge Zentrumsmann sich damit begnügt, leise anzudeuten, was der Jesuit Hammerstein mit beispielloser Kühnheit offen ausspricht. Jetzt folgt ein Absatz mit drei Ausrufezeichen. Also, untereinander. Der Absatz ist ein wenig länger, auf Seite 47, und das sind drei Ausrufezeichen, weil der ganze Absatz unglaublich wichtig ist. Was Hammerstein mit dürren Worten als das ultramontan jesuitische Schulideal hinstellt, ist kurz folgendes. Die katholische Kirche beansprucht volle, unbeschränkte Freiheit des gesamten Unterrichts von der Volksschule bis zur Universität. Sie muss das Recht haben, freie Schulen jeder Art zu errichten, wo und wann es ihr notwendig zu sein scheint. Die Entscheidung darüber steht lediglich der Kirche zu.
Das staatliche Schulmonopol ist nicht nur unpraktisch und ungerecht, es ist auch unchristlich, sprich unkatholisch und unmoralisch. Nach der Moraltheologie der römisch-katholischen Kirche, da muss ich ja weiter keine Bemerkungen zu machen, nicht wahr? Denn der Staat, fährt der Autor fort, hat seinem ganzen Wesen nach noch kein Recht an die Schule. Wo aber doch Kirche und Staat, Hammerstein stellt stets die Kirche voran, er spricht nie von Staat und Kirche, er spricht immer von Kirche und Staat, wo aber doch Kirche und Staat in den Schulen gemeinsam zu arbeiten haben, da gebührt die Hegemonie der Kirche. Der Staat möge sich zurückziehen auf die weltliche und materielle Seite des Unterrichtswesens. Das heißt mit anderen Worten, der Staat hat das angenehme Recht zu zahlen, damit die Kirche ihm seine Jugend zu falschen Ultramontanen heranziehe, die den Staatsgesetzen gegebenenfalls den Gehorsam verweigern. Weil ein ultramontaner Katholik sein Gehorsam nur schwört an die römisch-katholische Kirche. Weil ein Jesuit sein Gehorsam nur schwört und sein Gehorsam, sein Gewissen komplett abgibt an seinen General. Damit diene ich nicht mit dem Staat, damit diene ich der Kirche oder dem Jesuitenorden. Das ist genau der Punkt, den hier der Autor anspricht. Der Staat möge sich zurückziehen auf die weltliche und materielle Seite des Unterrichtswesens. Das heißt, die geistige Seite, die Indoktrination, die Propaganda in die Köpfe der Menschen, die in die Schule gehen, um etwas zu lernen, die wird der Kirche überlassen. Das heißt mit anderen Worten hier im Buch, der Staat hat das angenehme Recht zu zahlen, damit die Kirche ihm seine Jugend zu solchen Ultramontanen heranziehe, die den Staatsgesetzen gegebenenfalls den Gehorsam verweigern. Denn dies Recht nimmt Herr Hammerstein ausdrücklich für die Kirche in Anspruch. Die Stelle ist so bezeichnend für das ultramontane Denken, dass sie es verdient, in weiteren Kreisen bekannt zu werden. Der Jesuit lässt seinen ultramontanen Grafen K., der seine Bildung offenbar einer Jesuitenschule verdankt, und einen Professor X. über das preußische Schulmonopol sich also unterhalten. Und jetzt folgt hier eine Unterhaltung zwischen halt einem Grafen aus einer Jesuitenschule erzogen und einem Professor, der das preußische Schulmonopol vertritt. Das überspringen wir jetzt. Aber wie gesagt, ich wollte ja gar nicht das ganze Buch lesen. Ich lese nochmal eben den letzten Absatz, bevor es in Punkt 2 geht. Und Punkt 2, habe ich gesagt, da werde ich wahrscheinlich auch mal eine ganze Lesung von machen. Lesen wir erstmal hier den letzten Absatz auf Seite 49. Was aber diese Entwicklung unseres Schulwesens für unser Volk bedeuten würde, braucht nicht erst auseinandergesetzt zu werden. Es wird genügen, an die Schulgeschichte Belgiens, dieses ultramontanen Musterstaates, zu erinnern, um deutlich zu machen, wie sich das ultramontan-jesuitische Schulideal in der Praxis bewährt und was wir von einem sogenannten freien Wettbewerb der ultramontanen Schulen zu erwarten hätten. Ja, soweit dieser erste kleine Einblick in Punkt 1 des Kapitels in dem Buch, muss ich eben auf die richtige Seite, das ultramontan-jesuitische Schulideal. Ja, ultramontan, solche Worte erkläre ich jetzt nicht mehr, das habe ich früher genügend getan. Das sollten meine Zuschauer inzwischen wissen, da muss ich nicht mehr drauf eingehen. Interessant, und deswegen finde ich es auch so wunderbar, dass ich selber in Belgien lebe. Ich habe langsam den Eindruck, Gott hat mich hier in die Höhle des Löwen geschickt, um hier rauszulehren, dass Leute, schaut euch mal Belgien an, dann seht ihr das Beispiel eines ultramontanen, fast schon einer Theologie, ja, also eines Gottesstaates, ja, das ist Belgien ja schon beinahe, was das römisch-katholische angeht, was das jesuitische sogar angeht, weil im nächsten Punkt erklärt uns der Autor ein wenig über
das belgische Schulwesen. So sagt er hier, in Belgien hatte das Schulwesen bis zum Jahre 1878 vollständig in den Händen der katholischen Geistlichkeit gelegen, obwohl bereits das Schulgesetz von 1842 dem Staate das Aufsichtsrecht über die Schulen gegeben hatte. Was die römisch-katholische Kirche mit diesem Aufsichtsrecht macht, das ist dann sehr interessant. Ich bin jetzt im Grunde auch am Ende des Videos angekommen, weil ich muss keine ganze Stunde lesen. Ich habe ein paar Auszüge gelesen, ich habe ein paar Zitate gelesen. Ich habe euch einen Eindruck vermittelt, über was es in diesem Buch geht und wie wichtig ich es finde, dass wir uns damit auseinandersetzen. Je länger ich dieses Buch lese, gerade dieses Kapitel, in dem ich Augenblick lese, wie gesagt, bekomme ich wirklich den Eindruck, dass Gott mich hierher geschickt hat, um eben aus Belgien genau das berichten zu können und dann ganz groß, ganz laut seinen Schrei in die Welt hinauszusetzen. Aus Offenbarung 18, Vers 4, kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden, dass ihr nicht empfangt von ihren Plagen. Ja? Das, was Gott da sagt, dass wir da rauskommen müssen aus dieser Kirche, dass wir rauskommen müssen aus diesem ganzen weltlichen System, dass der Staat, der von der satanischen Kirche kontrolliert wird, für uns aufbaut, dass wir da rauskommen müssen, ist für mich schlussendlich die Schlussfolgerung, die Lehre, die ich daraus ziehe, die ich aus solchen Lesungen ziehe, die ich aus solchen Büchern ziehe und wo ich ganz ehrlich sage von, wenn wir das in die Köpfe der Menschen hineinbekommen, anstatt den Quatsch, den sie in der Schule sozusagen lernen müssen, dass sie mal lernen, was eigentlich, wofür eigentlich die Schule steht. Ja? Wir haben das damals gesagt, als ich in der Schule war, nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben. Ja, aber die Schule bereitet mich darauf vor, in einem jesuitischen oder in einem katholischen Leben überhaupt erst zurechtzukommen. Also wenn ich das, was in der Schule mir gelehrt wird, im Grunde abweise, nicht annehme, dann sorge ich im Grunde dafür, dass ich den Katholizismus auf eine gewisse Art und Weise eben nicht annehme, dann werde ich zu einem Protestant. Und das ist genau das, was Stunde der Wahrheit ja auch verkörpert. Den Protestantismus. Rausrufen, dass Jesus der Christ ist, aber dass das Papsttum der Antichrist ist. Und solche wunderbaren Bücher vom Anfang des 20. Jahrhunderts, hier mir zur Verfügung gestellt von Bruder Gerald, sorgen dafür, dass wir da das richtige Verständnis für bekommen, dass wir die richtigen Einblicke in die Geschichte kriegen und dass wir bibelgläubige Christen dann zumindest in der Lage sind, aus der Geschichte zu lernen und in der Gegenwart nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Und das ist ein Punkt, der wird euch auch noch ganz, ganz deutlich werden, wenn wir anfangen mit dem Impfbuch, das Impfbuch zu lesen. Ich habe letztens, wie gesagt, das Wort, der Impfspiegel in Wort und Bild, das Buch über 500 Gutachten, Urteile und vernichtende Aussprüche ärztlicher und sonstiger Autoritäten, komplett durchgelesen. Ich habe da Notizen zugenommen, ich habe Dinge angestrichen, das Buch gibt es auch offiziell im Internet auf der Internetbibliothek von Bruder Gerald. Ich werde hier jetzt nichts weiter daraus vorlesen, ich kann euch nur sagen, das ist ein Buch von in total knapp 130 Seiten, plus ein bisschen Anhanginformation. Super, super interessant und von daher auch wichtig, bei diesem Kanal zu bleiben, auch wenn es im Augenblick ein wenig weniger Videos gibt, das weiß ich, aber ihr könnt begreifen, dass meine vorbereitenden Lesungen, dass ich Bücher erstmal ganz lesen möchte, bevor ich damit überhaupt vors Mikrofon gehe und auch noch andere Studien, auch meine Bibelstudien, Vorrang haben, vor jede Woche ein Video rauszubringen, deswegen wird es im Augenblick ein wenig weniger sein. Aber haltet mir doch die Stange, wie man so schön sagt. Freut euch drauf auf das, was noch kommt. Und vor allen Dingen, studiert selber. Deswegen kriegt ihr die Links meiner Archive-Bibliothek im Internet dabei, der von Gerald damit bei. Solange wir das Internet noch haben, um uns zu helfen, teilweise zumindest noch irgendwo die Wahrheit zu entdecken, müssen wir das gebrauchen. Und das ist im Grunde die ganze Idee dieser Lesung. Ich habe das Buch jetzt, oder die Teile, die ich heute vorgelesen habe, darum vorgelesen, um bei euch das Interesse zu wecken, um das Buch selbst zu lesen. Ich werde hier und da sicherlich noch mit Videos kommen, wo ich nochmal Zitate oder Teile von einem Kapitel oder was auch immer vorlesen werde und kommentieren werde. Aber mir geht es hauptsächlich darum, dass ihr das selbst lest. Weil wenn ihr das selbst lest, das Verständnis, was ihr dann dadurch habt, ist ein Verständnis, das könnt ihr gar nicht durch meine Lesung alleine bekommen.
Da bin ich mir von bewusst. Und deswegen müssen wir alle selbst lesen, auch die Bibel. Und wie gesagt, im Augenblick bin ich in einer sehr interessanten, leider englischsprachigen Bibelstudie mit Tom Fress und einem weiteren Bruder aus England beschäftigt. Wir haben jetzt, ich glaube, schon 8, 9 oder 10 Sitzungen gehalten. Und das hat mir so was von die Augen geöffnet, wie betrogen ich war in meiner Erklärung. Selbst mit dem Buch Romanismus und Reformation. Erinnert ihr euch, dass ich das Buch gelesen habe? Wenn ich das Buch heute nochmal lesen würde mit der Erkenntnis, die ich jetzt habe, das wäre eine ganz andere Lesung. Aber das tue ich euch nicht an. Aber da werden in der Zukunft noch Dinge kommen. Und mir ist es wichtig, da mal drauf zu drücken, euch deutlich zu machen, eigenes Studium. Ja? Deswegen mache ich jetzt nicht mehr ganz so viele Videos. Dann haben diejenigen, die neu zugekommen sind, eine Möglichkeit, wenn sie sich in die Videothek meiner Videos mal, wenn sie sich da umschauen, zu sehen von, oh, der hat aber viel gemacht, er möchte diese, möchte das, ich möchte das noch ein bisschen lernen. Habt ihr Zeit, das zu machen, ohne dass ständig was Neues kommt. Da kommt man dann ja gar nicht mehr mit. Und meine Absicht ist ja auch, dass ihr folgen könnt. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Bemerkungen habt, dann höre ich die gerne in den Kommentaren, also in der Kommentarsektion des Videos, auch hier. Aber ich kann euch gleich sagen, Frechheiten, Anschuldigungen, Beleidigungen und andere wirklich dämliche und Trollkommentare habe ich in der letzten Zeit schon und werde ich auch in der Zukunft rigoros von den Videos runterholen. Weil ich möchte nicht, dass Menschen, die sich auf meinem Kanal bewegen, solche Dummheiten lesen müssen oder sich damit auseinandersetzen müssen. Falsche Links und solche Dinge werde ich überhaupt nicht erst veröffentlichen. Hole ich da weg. Das ist keine Zensur, aber das ist mein Recht als Kanalbetreiber dafür zu sorgen, dass unter meinen Videos auch kein Mist steht. Auch nicht in der Kommentarsektion. Wenn ich es vermeiden kann, dann werde ich dafür sorgen, dass das da ordentlich zugeht. Also, am Live-Chat könnt ihr teilnehmen, wenn ihr mindestens einen Monat bereits abonniert seid auf meinen Kanal. Normal kommentieren könnt ihr immer. Und ich bitte euch darum, das zu tun. Aber nicht nur zu kommentieren, sondern auch um euch bekannt zu machen mit diesem und anderen Büchern aus meiner und Gerald seiner Archive-Bibliothek und selbst zu studieren. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie gerne immer stellen. So, und dann verbleibe ich nur mit dem Aufruf, den ich sowieso schon in den letzten 5 Minuten ja machen bin. Lest bitte eure Bibel. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine, du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er's so gut erschaffen. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes.
Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren, er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben, der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestiftet. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott. Mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns Geist.